Aber eine Sache, Leute, die muss ich euch noch erzählen, ey. Die habe ich. Ich wollte eigentlich darüber ein Video auf viel FIFA machen oder auf viel Gaming und darüber erzählen, aber ich dachte mir, komm, schenkst du diesem Typen einfach keine Aufmerksamkeit, scheiß drauf. Aber ich muss euch eins sagen, Leute. Ein Abonnent, ein Zuschauer von mir, der wollte mich anzeigen oder hat es bereits gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Abonnent von mir wollte mich anzeigen. Zu hart. Und ihr glaubt nicht, warum. Einfach mies. Wie soll ich das alles erzählen, Alter? Warte mal. Ich zeige euch erstmal, um welches Video es ging, okay? So. Ich mache mal kurz die Musik aus, damit ich in Ruhe erzählen kann, damit ihr auch mir in Ruhe zuhören könnt. So. Ne, aua. Das Video schauen wir uns gleich an, da habe ich auch mega Bock drauf. Erstmal ein Schlückchen Wasser. So. Also. Hier. Viel FIFA Mallorca Urlaub. So. Ich habe ja diesen Vlog hochgeladen, ne? Und auf einmal schreibt mir der Kollege von mir, der mit mir im Urlaub war, also der hieß Timur, schreibt mir, ey, einer schreibt mir die ganze Zeit hier, du sollst ihm aus dem Video rausschneiden, er will dich sonst anzeigen und. Ne? Da dachte ich mir, hä, was labert der da für eine Scheiße? So, und ich war dann noch so korrekt, ich habe mir dann seinen Account genommen, habe dem geschrieben, ey, was ist los, wo ist dein Problem, warum flippst du so aus? Und der hat mir auch tausende E-Mails auf meine Business-Accounts geschickt, auf meine E-Mail und. Ey, du musst das und das rauslöschen, sonst lass ich dein Video sperren oder droh dir mit Anwalt, da musst du zahlen und. Kommt mir so auf diese Schiene an, ne? Ja, auf jeden Fall ging es darum, hier in diesem Vlog Pechurlaub auf Mallorca, die Szene ist jetzt schon rausgeschnitten. Der wollte aber eiskalt, dass ich das Video runternehme. Und zwar war hier eine Stelle irgendwo draußen beim Feiern, ich zeige euch ungefähr, wo das war, der Typ ist nicht mehr zu sehen. Genau hier irgendwo war das. Genau hier, wo wir alle so ein bisschen schon was getrunken haben, gefeiert haben. Da war eine Stelle gewesen, wo ein Abonnent dann zu sehen war, der kommt. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an diese Stelle? Da kam der rein und hat dann meinen Kopf geküsst und schreit und küsst meinen Kopf und. Und dann kommt der mir da an. Digga, ich hab mich kaputt gelacht. Und dann kam da dieses Ha, gay. Da kam ja diese Stelle, ne? Diese eine da. Kann ich euch mal gerne zeigen. Ja, warte mal. Ha. So, dann kam das hier danach, wo der mich geküsst hat. Auf den Kopf. Warte. Hier. Gay. Ja, ja, diese Stelle kam dann. So. Und er schreibt mir dann, ja, die Leute, das ist voll peinlich für mich. Ich werde von meinen Leuten fertig gemacht und tut mir so, als ob seine Leute ihn mobben würden, weil ich so einen Clip da reingeblendet habe, obwohl jeder weiß, dass das einfach nur Spaß war, so ironisch. So, und keiner von euch hat es auch negativ aufgenommen. Jeder hat geschrieben, ey, korrekt, Lachkick, die haben mich kaputt gelacht. So, ich habe mich ja nicht über den lustig gemacht oder sonst irgendwas. Ich fand das einfach nur, es hat da gepasst, das war eine lustige Situation. Ne? Und dann als nächstes schreibt er mir, man sieht, ey, das ist so krass, ne? Man sieht für eine Millisekunde, wie ich eine Zigarette in der Hand habe und rauche, schreibt er mir. Und habe ich mir das angeguckt, ey, das ist einfach eine Szene gewesen. Ich wisch mit der Kamera kurz, ihr müsst euch so vorstellen, ich mach mal kurz Vollbild. Ich mach mal jetzt weiter in Vollbild. So, ich bin am Vloggen, ne? Hier ist die Kamera. Ich bin hier so, geh da kurz gerade, zack, so. Überlegt, so. Sieht man den? Und er meinte, wisst ihr, was er gesagt hat? Ja, ey, Leute pausieren das Video, die machen die Geschwindigkeit auf 0,25 und die sehen dann, dass ich rauche und. Kommt mir mit solchen Sachen an. So, dann habe ich dem gesagt, okay, ich kann dir anbieten, dein Gesicht zu verschwimmen, dein Gesicht zu verdecken, das geht irgendwie mit YouTube. Ich habe mich extra dann dahingesetzt, hab mir die Zeit genommen, hab auch ungelogen wirklich 2 Stunden fast dafür gebraucht, das alles so hinzukriegen, wie es sein soll. Und hab dann sein Gesicht verschwommen lassen, ne? Es war nicht ganz perfekt, aber es war verschwommen. So, und dann schreibt er mir, nee, das reicht mir nicht. Nimm das runter, das Video, oder ich zeig dich an und. Kommt mir dann so an, auf diese Schiene. Ey, und dann habe ich ihm erstmal direkt geschrieben, ich war auch dann auf dem Geburtstag gewesen, ich war richtig abgefuckt. Ich war auf einem Geburtstag vom Kollegen, ne? Und hab dem das geschrieben, ich bin jetzt auf dem Geburtstag, lass uns dann morgen quatschen. Er schreibt mir dann irgendwann nachts um
0 Uhr oder keine Ahnung was, ey Digga, das reicht mir nicht, du musst das Video löschen. Und ich, Idiot, hab das dann auch gleichzeitig noch gesehen und saß dann am Geburtstag da fast über eine Stunde an meinem Telefon, hab mit dem hin und her geschrieben, hab gesagt, Digga, willst du mich verarschen auf Mallorca? Bist du der treueste Abonnent, kommst zu mir, küsst meinen Kopf, sagst, ey, nee, ich feier deine Videos, ey, ey. Auf diese Schiene und dann auf einmal will der mich von hinten so auseinandernehmen und mich anzeigen, droht mir mit Anzeige, Digga, ein Abonnent, Mann, Alter. Da dachte ich mir, ey, Digga, was ist los mit dir? Ohne Sinn, Leute. So, guck mal, und dann sagt er mir noch, daran kann ich mich absolut null erinnern, kann sein, dass er das gesagt hat, aber ich erinnere mich absolut null daran, ne? Ich erinnere mich absolut null daran, dass er mir gesagt hat, ey, nee. Er hätte mir einfach auf Mallorca sagen können, wenn man irgendwo eine Stelle sieht, wo ich rauche oder sonst irgendwas, schneid das nicht rein. Aber ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat. Und außerdem, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Das war zu krass. Man hat die Zigarette nicht mal erkannt. Ich würde euch gerne diesen Clip zeigen. Aber wisst ihr, was dann kommt? Dann habe ich morgen wieder auf Instagram eine Nachricht. Ey, nimm das Video runter und kriegst eine Anzeige. Dann kommt wieder sowas. Und darauf habe ich halt absolut gar keinen Bock. Und deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen. Ich habe diesem Typen geschrieben, Digga, verpiss dich, deabonnier meinen Kanal und lass mich in Ruhe. Weil sowas sehe ich nicht als Abonnenten ein, der mich dann von hinten anzeigen will und mich auseinandernehmen will. So, der hätte auch, der hat mich so aufgeregt, wie der geschrieben hat und sowas und so Argumente gebracht, die einfach gar keinen Sinn machen. Ich verdecke sein Gesicht und er kommt mir an, ja, reicht nicht, nimm das runter. Ey, und wisst ihr, was noch das Krasse war? Das Video hatte zu dem Zeitpunkt, warte mal, ich glaube 160.000 Aufrufe, okay? 160.000 Aufrufe. So, wie viel hat es jetzt? 166.000, okay, 6.000 neue Aufrufe hat es dazu bekommen. Also ich habe ihm gesagt, ey, die meisten Leute haben das Video eh schon gesehen, es wird da nichts mehr passieren. Du hast es bis jetzt noch, bis jetzt war alles in Ordnung, so warum soll ich das jetzt löschen oder runternehmen, diese Stelle? Was wird denn jetzt noch passieren? Er kommt dann an mit, ja, Leute, ey, der hat, ich zeige euch nur so ein Beispiel jetzt. Da ist er auf dem Boden, ne? Geblieben. Schuhe von Snack. Das ist so ein Beispiel hier. Wie soll ich das erklären? So, hier sieht man zum Beispiel einen Menschen, ne, hier hinten, so. Warte mal, ich zeige euch das mal kurz, nochmal kurz Vollbild, Moment. So hier. Hier hinten sieht man einen Menschen irgendwo, so. Ganz kurz, so. Zack. Anders. So, und wer achtet drauf? Und er meinte, ja, aber es kommen Leute zu mir, die machen die Wiedergabegeschwindigkeit auf 0,25 und gucken dann so. Ah! Der hatte da doch, da hatte doch eine Zigarette im Mund gehabt. Ey, und da dachte ich mir, Alter, ist das gerade dein Scheiß Ernst? Ohne Witz. Also ich hätte es verstanden, wenn er gesagt hätte, ey, oder wenn man das 5 Sekunden gesehen hätte oder ich ihn extra aufgenommen hätte. Das war ja nicht mal extra. Und dann unterstellt er mir, ja, du nimmst mich extra auf beim Rauchen. Er hat es mir so geschrieben. Warte mal, ich habe nur den Verlauf von euch. Ich kann euch das hier vorlesen. Ich darf euch nichts zeigen, aber ich kann euch das vorlesen. Und eine Sache, die hat mich am meisten noch abgefuckt. Scheiße, Mann, wo sind die Nachrichten? Ich glaube, ich werde das nicht mehr finden, ey. Vielleicht ist es auch schon gelöscht. Aber es war eine Sache, die mich richtig abgefuckt hat, was der geschrieben hat. Das war zu krass. Warte mal, ich muss euch diesen Verlauf zeigen. Wo ist der Mann? Wie finde ich das am besten jetzt, Alter? Es ging auf jeden Fall da. Oh, da habe ich gefunden. Perfekt. Guck mal, ich kann euch jetzt keinen Namen zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Nein, man sieht nichts, ne? Scheiße, Mann. Fuck. Sieht man irgendwas? Nee, man sieht leider nichts. Aber guck mal, wie viel, Digga. Ohne Witz, guck mal hier. Ich scrolle gerade, ich verarsche euch nicht. Ich scrolle gerade, es geht immer weiter nach oben. Es geht immer weiter nach oben. So, und dann war eine Stelle gewesen, Leute. Wisst ihr, was er geschrieben hat? Er schreibt einfach, wo ich ihm geschrieben habe, als ich gesagt habe, ey, Digga, auf Mallorca, da tust du so zu mir, als ob du der treueste Abonnent bist und jetzt willst du mich von hinten auseinandernehmen und mir mit Anzeigen drohen und so weiter, wo man dich für eine Millisekunde mit einer Zigarette sieht. Willst du jetzt, dass ich das Video runternehme und auf die ganzen Einnahmen, auf das coole Video verzichte, weil das Video war für mich sehr wichtig. So ein Vlog kommt ja nicht jeden Tag, ne? Und wisst ihr, was er dann geschrieben hat? Ich schwör's euch, ich würde euch das am liebsten jetzt gerade wortwörtlich vorlesen, was er geschrieben hat, Alter. Fuck, wie finde ich das denn jetzt, ey? Ich will euch vorlesen, was er geschrieben hat. Augenblick.
Ich will euch das eben kurz vorlesen, was er geschrieben hat. Ich hoffe, ich finde das. Boah, Mann, das regt mich gerade übertrieben auf, dass ich das nicht finde, Alter. Mann. Ja. Tut mir leid, Leute, ich werde es nicht finden können. Ne, ich werde es nicht finden können. Scheiße, Mann, das kann doch nicht sein. Doch, hier. So. Guck mal hier, ich hab's gefunden. Wortwörtlich, was ich geschrieben habe. So. Du willst mir also wegen sowas mein komplettes Video versauen? Echt treuer Abonnent. Wisst ihr, was dann seine Antwort war? Da kam ich auch nicht drauf klar. Weil Kanaken dreckig sind, was soll ich dir sagen? Also er hat damit selber bestätigt, dass er ein dreckiger Mensch ist und bezieht das auch noch auf alle, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, Kanaken-Ausländer und sagt sowas, weil alle dreckig sind. Digga, da dachte ich mir auch, Alter, was ist los mit dem? So, ich muss sagen, wirklich auf Mallorca, der war sympathisch zu mir, der war korrekt zu mir. Ich habe mich eigentlich auch gut mit dem verstanden. Aber da sieht man wieder, wie man sich im Menschen direkt täuschen kann, ohne Scheiß. Ohne Witz, das hat mich übertrieben abgefuckt, dass der mir mit sowas angekommen ist. Guck mal, hätte man ihn 10 Sekunden oder so gesehen im Hintergrund oder sonst irgendwas, oder hätte er mich anders angeschrieben? Es ging um die Art, wie er mich angeschrieben hat. Hätte er mir geschrieben, ey, Erne, was geht ab, mein Lieber? Ich hoffe, du hast noch einen coolen Urlaub gehabt. Aber eine Sache ist da gerade, die mich ein bisschen stört. Und zwar, man sieht an einer Stelle, wie ich rauche. Und ich fand das nicht so cool, dass du das eingeblendet hast mit diesem Gay, als ich dich geküsst habe. Fand ich ehrlich gesagt nicht so cool. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Guck mal. Das wäre doch was ganz anderes, als wenn er jetzt, wie er geschrieben hat, ey, ich muss dich sonst anzeigen, nimm das runter und schreib mir 50 Nachrichten mit AXAX, damit ich das bloß lese. Einfach, sowas geht nicht, Mann. Ich habe mit diesem Thema abgeschlossen, ich habe mit diesem Menschen abgeschlossen, ne? Ich werde auch keine Namen erwähnen, damit er mir bloß nicht hier nochmal ankommen kann. Ah, Bruder, bei 0,25, da hast du meinen Namen gesagt. Hau mal rein, Alter, ohne Scheiß. Wie alt ist der Typ? Der war auf jeden Fall älter. Der war nicht so 14, 15. Der war bestimmt 26, 27 oder so. Eieieiei. Aber ja, scheiß einfach drauf. Ich hab's hinbekommen, diese Scheiß-Szene rauszuzensieren. Und das war für mich das Wichtigste. Ne? Und jetzt habe ich keinen Bock mehr, über diesen Typen zu labern. Er soll seinen Weg gehen. Er braucht auch bloß nicht meine Videos zu schauen. Aber ich weiß ganz genau, dass derjenige gerade dieses Video sehen wird. Hier. Brauchst bloß nicht meine Videos zu schauen, Digga. Ohne Scheiß. So eine Art habe ich keinen Bock.